Hallo liebe Chiefinata, ich leide unter Hydrophobie. Nein, Quatsch, aber das ist der nächste Erfolg, den wir machen. Und zwar Hydrophobie. Diesen machen wir im Tempel der Jadeschlange. Bei dem ersten Boss auf der linken Seite hier, den Aqua Laguna Boss. Sprich hier den Wasserboss. Und es ist ganz wichtig für diesen Erfolg, dass ihr von keiner seiner Fähigkeiten und sonstigen Rotze getroffen werdet. Wie funktioniert das? Es ist ganz einfach. Ihr braucht hauptsächlich Ranged dafür, beziehungsweise auf 100 könnt ihr das sowieso ohne Probleme machen. Ihr pullt den Boss ganz normal, dann bubbelt der sich, sieht man ja da, mit seiner Aqua-Bubble und erhält dadurch keinen Schaden mehr. So, jetzt dürfen wir keinen Schaden durch das Wasser erhalten, sprich also hier die Pfützen, die ihr seht. Ob die blubbern oder nicht, ist egal, ihr dürft da nicht reingehen, sonst ist schon verkackt. Zweites sind diese Elementare, daneben werden 4 Stück gerufen. Wenn die sterben, hinterlassen die diese Wasserpfütze und mehrere kleine. Die kleinen sind dabei unbedenklich, aber die Wasserpfütze ist es. Solltet ihr also in die Wasserpfütze treten, die das Wasser-Drecks-Wasser-Elementar, weil es ja irgendwie schon dreckig. Ja, verderbtes, lebendiges Wasser, genau, so heißen die. Hinterlässt ist der Erfolg auch schon verkackt. Das heißt, da am besten mit Range-Attacken weit weg von euch töten. Die Blubs sind da egal. Andererseits, wie gesagt, auch nicht in das normale Wasser gehen. Egal, ob er da seine Attacke wie gerade eben macht oder nicht, zählt auch. Und als nächste Fähigkeit macht er dann, wenn er aktiv ist, macht er ja selber nicht sehr viel, sondern er macht ja seinen Wasser-Kamehameha, seinen Wasserstrahl da, ja, für ganz, ganz Arme. Und von dem dürft ihr auch nicht getroffen werden. Das heißt, generell müsstet ihr also im Kreis mitlaufen. Wir machen mal hier ein bisschen Speed. Aber das geht halt auch ohne. Und zwar, wenn der Kollege Schnürschuh direkt aktiv wird, HT ziehen und schnellstmöglich umhauen. Das war's, dann nicht das Wasser betreten, immer noch warten. Ich empfehle euch sowieso erst die rechte Seite zu klären, weil ihr für den zweiten Erfolg diesen Boss einen Buff bekommt und dann 5 Minuten Zeit habt. Aber dazu mehr in dem nächsten Video. Ich danke fürs Zusehen, wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Bis dahin, euer Susako. That's a cool face. Want a date?